Deontay Wilder gegen Francis Ngannou, das könnte wirklich einer der interessantesten, aber gleichzeitig auch verrücktesten Kämpfe aller Zeiten werden. Nachdem Francis Ngannou jetzt am Wochenende gegen Tyson Fury im Boxring so eine beeindruckende und echt überraschende Performance abgeliefert hat, kommen wieder Gespräche rund um einen Kampf gegen Deontay Wilder. Und das nicht nur im Boxring, sondern auch tatsächlich im MMA. Ich gebe euch jetzt gleich alle Informationen dazu und natürlich auch mal meine Meinung. Doch bevor wir losgehen, gibt es erstmal eine ganz kurze Werbung. Freunde, wie ihr es mitbekommen habt, ich bin ab jetzt Team ESN. Das bedeutet, ab jetzt könnt ihr eure Lieblingssupplemente, so wie Isoclear, Daily, Kreatin oder was auch immer es sein sollte, bei ESN mit meinem Rabattcode RINGLIFE günstiger bekommen. Also, der Link dazu ist in der Videobeschreibung, der Rabattcode ebenfalls. Danke für den Support und jetzt geht's weiter. Also, die Gespräche rund um einen Kampf zwischen Deontay Wilder und Francis Ngannou sind schon seit einigen Monaten ein bisschen im Umlauf. Damals war nämlich Deontay Wilder zu Gast bei einem PFL-Event und wurde dort natürlich auf dieses Thema angesprochen und hat damals selbst dazu gesagt: You know, you always see the MMA guys crossing over. So I said, you know, I wanted to make it more interesting for the fans. How about you come to my backyard? And after we have the business, I can come to yours and cross over. And I really meant it. Er gibt also zu, dass er großes Interesse daran hätte und das in Zukunft möglicherweise stattfinden könnte. Und das besonders Interessante, was er da gesagt hat, ist, dass wenn Francis Ngannou bereit ist, also in seinen Spielplatz zu kommen, in den Boxring und sich da mit ihm zu messen, wäre er auch bereit, dann wiederum in seinen Spielplatz, in seinen Hinterhof zu gehen, und zwar in den MMA-Käfig und dort im MMA gegen ihn zu kämpfen. Jetzt, nach dem Boxkampf zwischen Francis Ngannou und Tyson Fury, sind diese Gespräche wieder aufgetaucht und sowohl Francis Ngannou selbst in einem Interview bei Ariel Helwani hat da zugegeben, dass es da rund um das ganze Thema gerade Gespräche gibt und das interessant werden könnte in Zukunft, als auch der Trainer von Deontay Wilder, und zwar Malik Scott, hat ebenfalls zugegeben, dass es da schon bereits Gespräche darüber gibt. Ngannou, Wilder, what do you think about it, man? We already had communications about it. Did the communication start, because I know there was communication beforehand, but did the communication start again, like in like the last 24 yeah, hours? Yeah, absolutely. Okay. Absolutely. He's definitely one of the options that, you know, we're seeking for now. You versus Deontay Wilder in MMA. I think that's a good idea. In fact, we have spoken about that. So that's something that can potentially happen. Deontay Wilder for a couple months been training MMA. Francis sagt da zum Beispiel unter anderem, dass er schon weiß oder mitbekommen hat, dass Deontay Wilder echt das ganze Thema ernst nimmt und seit mehreren Monaten sogar schon im MMA-Training steckt. Das Ding ist, also wir haben dazu noch nichts gesehen, es gibt keine Videoaufnahmen davon oder irgendwelche anderen Quellen, die das bestätigen, aber wenn, möglicherweise weiß Francis Ngannou etwas mehr als was wir wissen. Wäre auf jeden Fall echt interessant, wenn sich Deontay Wilder schon jetzt anfängt, auf dieses mögliche Ding vorzubereiten, weil seien wir mal ehrlich, er wird auf jeden Fall eine Weile brauchen, bis er überhaupt die Basics gelernt hat, um im MMA gegen irgendjemanden bestehen zu können. Im Großen und Ganzen wäre das aber wirklich ein absoluter Motherfucker-Move von Deontay Wilder, falls er sich wirklich traut, in den MMA-Cage reinzugehen, weil es gibt natürlich jetzt die Leute, die sagen dann, ja okay, aber ey, Francis Ngannou hat sich ja auch getraut, in den Boxring zu steigen und mit einem der besten Boxer überhaupt zu kämpfen und hat dort eine gute Performance abgeliefert. Warum sollte Deontay Wilder dasselbe nicht schaffen und dann im MMA auch eine gute Performance abliefern können? Das Problem hierbei ist nur bei diesem Gedanken, dass das Boxen und MMA grundlegend unterschiedlich sind. Beim MMA hast du halt noch deutlich mehr Aspekte. Während das Boxen im MMA ebenfalls eine große Rolle spielt und die meisten MMA-Fighter selber relativ gut boxen können, natürlich nicht ganz so gut wie der durchschnittliche Boxer, aber die haben trotzdem ihre Basics drauf und die können für das MMA auf jeden Fall boxen. Ja, die wissen, wie das funktioniert und die wissen, wie sie ihre Hände einzusetzen haben, weiß der durchschnittliche Boxer so gut wie nichts anderes einzusetzen als außer seine Hände. Auch wenn der Kampf jetzt beispielsweise in einem Jahr erst oder so stattfinden sollte, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Deontay Wilder innerhalb von einem Jahr die grundlegenden und die nötigen Basics erlernen könnte, sowohl im Grappling als auch im Ringen zum Beispiel, um sich in einem MMA-Kampf gegen einen der Besten überhaupt und den ehemaligen Schwergewichtschampion bei der UFC messen zu können. Die einzige Möglichkeit, die da bestehen würde, wie Deontay Wilder das möglicherweise irgendwie schaffen könnte, wäre, wenn er wirklich ein Jahr lang das Einzige, was er macht, ist gefühlt Takedown-Defense lernen. Takedown-Defense, 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 dass er es wirklich schafft, den Kampf nur im Stand zu behalten und dort mit seinen brutalen Händen seine Treffer zu platzieren. Allerdings ist auch wieder das Problem, im Stand ist es halt wieder nicht nur das Boxen, sondern da gibt es auch dann zum Beispiel Kickboxen, Thai-Boxen, da fliegen Ellbogen, da fliegen Knie, da fliegen Low-Kicks. Und wir wissen zum Beispiel, dass die Beine von Deontay Wilder einfach nicht die stabilsten sind. Und jetzt stellt ihr euch einfach mal vor, so ein 220, 225 Kilogramm Francis Ngannou. Jo, an dieser Stelle ist natürlich 120 bis 125 Kilogramm gemeint. Yep. Packt ein paar Tritte gegen die knapp 100 Kilogramm Beinchen von Deontay Wilder aus. Der hat eh so dünne Beinchen, also
da besteht sogar das Risiko, dass vielleicht irgendwas dauerhaft beschädigt wird oder er sogar komplett zusammenklappt und die Beine brechen. Und das Ding ist, es gab bereits einmal einen Weltklasse-Boxer, einen ehemaligen Weltmeister im Boxen, der sich dazu bereit erklärt hat, ins MMA rüberzugehen und gegen einen MMA-Kämpfer zu fighten. Und der war damals der Meinung, dass er mit seinen harten Händen, wenn er mit den kleinen Handschuhen jemanden trifft, dass sie dann eiskalt Knockout gehen. Und zwar war das damals James Toney bei UFC 118 und das war 2010 gegen Randy Couture. Und ich zeige euch jetzt einfach mal ganz kurz, was damals in diesem Kampf passiert ist. Not 3 seconds and down. People are chanting UFC. I love this. Because he can wall walk and use the octagon. He's got to defend by putting it against his ear. He's going out. Wie man also hier sehen konnte, James Toney hatte eigentlich gar keinen Plan, was er da zu tun hatte. Er stand da richtig plattfüßig da und hat ein bisschen seine Box-Spielchen gemacht. Und dann, als der Takedown kam, wusste er nicht, wie er zum Beispiel raussprawlen kann oder den Takedown irgendwie überhaupt verteidigen kann. Hat sich einfach nur auf den Arsch gesetzt und Randy Couture konnte mit ihm am Boden dann machen, was er wollte. Ja, hat ihn ausgechoked, hat ein bisschen Ground and Pound gemacht. Und man hat gesehen, dass James Toney sich einfach gar nicht auf das Ding vorbereitet hat. Er dachte ehrlich, dass er da reingeht und das Ganze boxerisch gewinnen kann. Aber die MMA-Fighter, die werden es nicht zulassen. Die wissen natürlich, dass er ein Weltklasse-Boxer ist, der mit den Händen die wahrscheinlich wegmachen kann. Aber die haben halt noch ein paar andere Möglichkeiten, ihn zu besiegen. Und das wurde damals ausgenutzt. Und seitdem gab es eigentlich auch keinen anderen großen Boxer mehr, der den Umschwung oder den Sprung ins MMA-Business gewagt hat, weil die alle gesehen haben, was damals halt schon bei James Toney passiert ist. Umso größer die Eier von Deontay Wilder, falls er es sich tatsächlich traut, dann rüber zu gehen ins MMA und das auch noch gegen einen Francis Ngannou. Was aber, wie gesagt, zuerst stattfinden wird, höchstwahrscheinlich, und das ist das viel, viel wahrscheinlichere, ist eben der Boxkampf zwischen Deontay Wilder und Francis Ngannou. Der Trainer Malik Scott von Deontay Wilder hat selber schon zugegeben, dass das echt ein interessanter Fight wäre und dass Francis Ngannou auch ein ziemlich gefährlicher Gegner ist, sogar gefährlicher als Andy Ruiz, hat er gesagt. Er meinte, klar ist Andy Ruiz der bessere Boxer, aber gefährlicher als Francis Ngannou zum Beispiel ist er nicht. Und das ist etwas, was in Zukunft möglicherweise angepeilt werden könnte, weil Francis Ngannou selber hat auch schon gesagt, dass er mehr Interesse daran hat, im Box-Business aktiv zu sein. Er hat gesagt, ich habe jetzt ein bisschen meinen Finger reingetunkt in das Spiel und es schmeckt mir, ja, das ist angenehm. So, das war mein erster Kampf jetzt. Mit dieser Erfahrung werde ich jetzt in das nächste Trainingslager gehen, mich noch besser vorbereiten und die nächsten Kämpfe dann besser bestreiten. Und wenn man so überlegt, ey, alleine mit seinem Namen und alleine wie er in diesem Kampf gegen Tyson Fury performt hat, seine Aktie ist halt, sein Marktwert ist so durch die Decke geschossen, dass es jetzt nicht unwahrscheinlich wäre, dass er zum Beispiel einen Kampf gegen einen Anthony Joshua bekommen könnte, einen Deontay Wilder bekommen könnte, einen Derek Chisora vielleicht bekommen könnte, einen Dillian White bekommen könnte. Möglicherweise startet er jetzt da echt eine große Karriere, was das Boxerische angeht und wir sehen diesen Fight zwischen ihm und Deontay Wilder. Aber ich sage euch ehrlich, in diesem Kampf, also einer wird auf jeden Fall mit der Trage rausgebracht aus dem Ring. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da jemand nicht Knockout geht in dem Fight zwischen Deontay Wilder und Francis Ngannou. Na jedenfalls, das sind so ein bisschen die News zu dem aktuellen Thema. Würde mich echt interessieren, was ihr dazu zu sagen habt. Schreibt mir mal auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr einen Boxkampf und auch einen MMA-Kampf zwischen Deontay Wilder und Francis Ngannou sehen würdet. Ja, und Freunde, falls irgendwas Neues kommt, halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Das war's, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt alle gesund, passt auf euch auf und ciao, ciao.